Jau, da sind wir wieder mit Let's Play mit Fugal und dem Spiel Black Sails und das Geisterschiff. Ja, wir sind immer noch dran hier. Wie gesagt haben, wir gehen weiter. Den Haken zu besorgen, den wir doch da haben wollten das letzte Mal. Nur irgendwie müssen wir da was machen. Da gucken wir mal, was es ist. Da gehen wir runter in die Messe. So, wie schon einmal, das Einzige, was wir neu dazu bekommen haben, ist die Pistole. Und da haben wir schon mal gesagt, hier, einen Stift braucht er. Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Aber das geht nicht. Irgendwie mit dem Werkzeugtool. Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Kann sonst irgendwas machen? Ich nehme mit der eine Patrone aus dem Revolver. Was mache ich mit der Patrone? Die Patrone war vorher im Revolver von Lex. Na, danke schön. Als dass ich nicht das wüsste. Aber kann man jetzt was machen? Jetzt schießt sie ja nicht mehr. Ich schieße doch nicht in der Gegend rum. Das? Das ersetzt den Metallbolzen. Ach so, die wollt einen Bolzen reinhaben mit einem Stift. Dachte ich, meinte irgendwie Verlängerungshebel oder weiß ich was. Das sieht so aus, als würde das Wasser unter den Planken weniger werden. Jo. Das Wasser in der Luke wird definitiv weniger. Du bist aber schlau. Oh oh. Ich glaube, ich habe das Wasser vollständig abgepumpt. Jetzt aber Bodenluke. Der Haken scheint weiter nach hinten getrieben zu sein. Vielleicht kann ich ihn von einer anderen Stelle aus erreichen. Ich glaube... Ja, da alles unten durch. Geht alles irgendwie alles unten durch. Ah, da, Lüftungsschacht. Sehr gut, der Haken des Krans. Mit ihm können wir das Rettungsboot zu Wasser lassen. Halt, was ist das? Das ist das Amulett. Amulett der Kleinen. Sind wir jetzt ohnmächtig? Oh, das sieht aber ganz... Komm schon, Fiona. Oh. Ich habe gute Absichten für dich. Ich habe gute Absichten? Wer ist denn das? Er will dich töten. Ach so, jetzt sind wir doch hier... in den Raum getrieben worden. Stimmt doch. Und jetzt flüchten wir. Hör nicht auf ihn. Leere Ölkanne. Ich weiß doch, dass du da drin bist. Was gibt's noch? Was? Ah, da! Dampfventil! Das Ventil ist zu heiß, um es anzufassen. Kuscheltuch! Hui! Oh oh! Huch! Jetzt ist das Glas gesprungen und die kleine Nadel will höher sein als er. Komm endlich raus! Was mach ich da? Ich hab keine Ahnung. Anzeigenadel. Wenn er dich erwischt, wirst du fürchterlich leiden. Redet nicht beide gleichzeitig, ja. Geht ja mal nicht. Fass, was mache ich mit dem? Der Raum ist voller Fässer. Es riecht ein bisschen komisch. Wie ist es komisch? Ich komme so nicht an die Flüssigkeit in den Fass heran. Ich komme Rede so... mit mir. Was? Ah, halt's Maul. Ich komme so nicht an die Flüssigkeit in den Ich Fass komme heran. So nicht an die Flüssigkeit heran. Das heißt also, sie möchte die Flüssigkeit... Die Ölkanne ist leer. Nö. Die Nadel ist ganz schön spitz. Eine ganz schön spitz. Die Nadel würde wahrscheinlich kaputt gehen. Na sauber. Ich weiß nicht, was er alles mit dir tun kann. Jetzt ist ein Loch in dem Fass und die Flüssigkeit schwimmt raus. Du jetzt freiwillig rauskommst. Ethanol. Ethanol, jetzt oh. Jetzt ist die Kanne mit der komischen Flüssigkeit gefüllt. Und jetzt? Die Ölkanne ist jetzt voll. Hallo! Fiona, ich werde dir nichts tun. Du Sau! Gottverdammt, du! Elende kleine Göre, warte nur, wenn ich dich in die Finger kriege! Der Weg ist frei! Meine Geduld ist Der Weg ist frei, wohin? Ach, Durchgang! Ich krieg dich schon.
Ich krieg dich schon. Wo ist er? Oh! Oh, 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 oh. Bodenluke. Komm mal sofort raus. Schaufel. Die ist aber schwer. Wenn ich dich kriege. Da kann ich dir eigentlich über die rüberhauen oder so? Luke, geh mal runter. Ich kann dich hören. Such mich. Du musst ihn besiegen. Du musst ihn besiegen. Damit, mit was denn? Ah, da ist was. Hebel. Ich heble dich. Keine Ahnung. Oh. Nanu, sonst wird er dich verkaufen. Hoppla. Nochmal? Was war das? Und rein! Laufen Sie doch ein Schild. Jetzt komm endlich da raus. Wieso läuft die weg? Hallo? Wieso läuft die weg? Hallo? Da ist sie wieder. So. Die war sie irgendwie weg. Na, stopp! Wo willst du denn hin? Mann! Sind die irgendwo in der Gegend rum? Gleich bist du dran. Nee. Komm lieber jetzt raus, bevor es noch schlimmer wird. Kohlenrutsche. Was haben wir sonst hier? Nichts für da kann man. Kohlenrutsche kommt noch rauf. Dun, dun, dun. Hat mich dich erwischt. Oh, oh, oh. Oh. Eieieiei. Er ist böse, ja, und jetzt? Kann ich da was machen? Oh, man kann hier rumlaufen. Oh, da hinten ist was. Langsam reicht es wirklich. Aufgespießter Schweinekopf! Es ist tot und es steckt ein Haken drin. Haken? Haken kann ich gebrauchen. Kann ich mit dem ran? Mit der Schaufel komme ich an den aufgespießten Schweinekopf ran. Kann ich das auseinandernehmen? Es ist tot und es steckt ein Haken drin. Rette dich! Da ist der Haken! Koffer! Ich kann den Koffer nicht aufmachen, ohne dass ich ein Werkzeug habe. Ah, komm, Haken hier. Das Schloss hat nachgegeben. Jetzt kann ich in den Koffer schauen. Kannst du dich nicht verstecken. Der Koffer ist jetzt leer. Was war... Ach, da! Pantoffeln! Ich hab Pantoffeln! Und jetzt? Jetzt sind meine Schritte viel leiser. Komm endlich da raus. Meine Geduld ist am Ende. Dim, 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 dim. Hörst du mich? Hörst du mich? Oh, da kommt auch noch durch. Haben wir das? Will dich töten. Säcke. Nee, ich glaube, da gehe ich nicht runter. Da, dim, da, dim, dim. Gehen wir da zurück. Mit leisen Pantoffeln. Hör nicht auf ihn. Hör nicht auf ihn. Kann man da irgendwas machen? Der ist nicht da unten? Also. Früher oder später finde ich dich. Ist der wieder. Wenn ich dich kriege. Nee, ist gar nicht da. Aber ich komme nicht. Ich komme nicht nach vorne. Ja, wieso rennst du? Da ist er gar nicht mehr. Du musst ihn besiegen. Du musst ihn besiegen. Was machen wir mit dem Schweinekopf? Oh. Klang, klang. Hey, was war das? Bist du das Kleine? Hallo? Jawohl, stand drauf. Sonst wird er dich verkaufen. Ach, wird er mich verkaufen? Ja, gut. Da flickst. Wenn ich jetzt hier runtergehe, da steht er ja schon. Finken an? Ich hab die Schuhe wieder ausgezogen. Ach, verflickst du ja. Jetzt komm endlich da raus. Pieß wieder an. Sind meine Schritte viel leiser. Komm endlich da raus. Ja. Oder er wird dich aufschneiden. Kann ich da runtergehen, ohne dass er mich hört? Oder später finde ich dich. Komm lieber jetzt raus, bevor es noch schlimmer wird. Schweinekopf. Das ist ziemlich böse. Aber vielleicht brauche ich ihn. Ja, rauf. Er hat mich nicht gesehen.
Die Finken bringen. Reicht es wirklich? Okay, ich darf nicht mehr auf die Finken klicken, weil sonst hört er mich wieder. So. Steh wieder drauf. Komm her. Hey, was war das? Bist du das Kleine? Ja. Haha. Ich kann dir helfen. Mhm. Ich mir auch. Also runter kann ich irgendwie nicht. Dann gehen wir da oben durch. Ach so, da hinten haben wir doch vorher gesehen, dass es da runter geht. Wo war das schon wieder? Ich glaube, da war das. Da gehen wir doch mal lang. Da. Hoppala. Rette dich. Ja, rette dich. Wohin? Durchgang. Oh, da bin ich wieder. Wo bist du? Zeig dich! Ja. Na, hallo? Wo ist mein Haus? Kannst du dich nicht verstecken. Luke. Er steht noch drauf. Wo bist du? Ja, bleib noch stehen. Jawohl, jetzt. Jetzt wird er brennen. Meine Geduld ist am Ende. Brenne! Aua, aua, aua. Oh, hoppla. Er kann sich befreien. Sieh nochmal. Du musst es tun. Da, jetzt. Du bist noch nicht fertig. Tu es. Zieh an dem Hebel. Töte das Monster. Ja. Das war doch jetzt noch ein bisschen makaber. Oh, wir sind wieder zurück. Herrlich. Was verflixt? Wieso brennt das? Nee. Ich bin wieder zurück. Aber wieso brennt das? Es ist gerettet. Ach, nö. Ich habe es geschafft. Oh Gott. Feuer. Das ganze Schiff wird bald in Flammen stehen. Lex, ich muss zu ihm. Ja. Darf ich aber den Haken vorher erst noch nehmen? Da bist du ja. Ich dachte, du wärst tot. Die Dämpfe. Sie können völlig die Sinne vernebeln. Mir ist nichts geschehen. Lex, ich habe... Ich kann mich kaum bewegen. Wenn du nicht gekommen wärst... Aber nun bin ich hier. Hör zu, das Mädchen... Jetzt wissen wir es sicher. Das Schiff ist verflucht. Lass mich ausreden! Ja, hast du ihn? Können wir das Boot bewegen? Jetzt Nein. Hör mir zu! Was? Gerettet. Ich habe das Mädchen wieder gesehen. Und gerettet. Geht es dir gut? Hast du vielleicht etwas von den Dämpfen abbekommen? Dieses Ethanol ist Teufelszeug. Lass uns schnellstens an die frische Luft kommen. Das Schiff brennt! Wenn das Feuer die Ethanolfässer erreicht, wird das Schiff explodieren. Danke, dass du zurückgekommen bist. Ansonsten wäre ich hier sicher gestorben. Wir müssen hier raus. Wir sind ja noch nicht weg. Wir sind ja noch nicht weg. Hier. Bitte. Ach, der Haken haben wir jetzt? Alleine schaffe ich das nicht. Warte, ich helfe dir. Wie habe ich jetzt den Haken herbekommen? Oh, hier auf der Brücke. Befestige den Haken, damit wir fliehen können. Aber wir brauchen unbedingt Trinkwasser. Vorher können wir nicht von Bord gehen. Trinkwasser haben wir doch hier. Halskette, ich guck mal rein. Das ist das Amulett von Fiona. Sie muss es wohl auf dem Schiff verloren haben. Okay, der Haken. Wie ist da draußen? Das Deck des Schiffes. Ich kann nicht viel erkennen, aber ich sehe über dem Deck ein großes Gerüst. Womöglich ein Kran? Ja. Wie sieht der gerade aus? Achso, der hat gerade das Zeugs hochgehoben. Seil runterlassen. Stimmt doch, der hat da hochgehoben. Jetzt wird er irgendwie den Haken ranmachen. Kann ich jetzt da runter? Ich weiß es gar nicht. Na, ja, es brennt! Ja, jetzt wird's langsam brenzlig hier. Haken. Kranteil. Haken ran. Ich habe die Ladung wieder vom Kran gelöst.
sauber. Da ist der Haken. Kranseil? Ich habe den Haken an der Kette befestigt. Damit sollte ich das Rettungsboot nun zu Wasser lassen können. Okidoki. Dann weg. Weg, 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 weg. Langsam wird's brenzlig hier. Oh, ist so rot. Und rauf. Oh je. Na, das Feuer kommt hoch. Hast du Trinkwasser besorgt? Jupp. Hier ist es. Warte mal. Was ist das denn? Das ist doch Rattengift. Oh, das Schlafmittel, das Fiona den Matrosen verabreicht hat, ist bei den Flaschen dabei. Schlafmittel? Was redest du da? Das ist Rattengift. Nein, ich habe es doch gesehen. Fiona hat es in den Topf getan. Aber da sah es etwas anders aus. Wir haben keine Zeit herauszufinden, was du vielleicht gesehen hast und was nicht. Das Wasser ist wichtig und das haben wir. Los, an den Kran. Ja, los an den Kran. Hochziehen! So. Jetzt nach vorn? Nach vorn? Hey, guck mal an, Service. wenn man so guckt, nach links. Bin ich da richtig? Ja, so schön der Reihe nach. Zack. Yeah. Gekrümmte Körper. Oh mein Gott. Vier Tote. Ja. Die ganze Besatzung. Nur der Doktor nicht. Sie sind in dem Rettungsboot gestorben, bevor sie hinabgelassen werden konnte. Tja, aber warte, wo ist ihre Kleidung? Was sagtest du über deine Vision? Mit dem Rattengift? Fiona. Nein, sie hat nicht. Sie hat diese Männer vergiftet. Deswegen haben sie es nie von Bord geschafft. Nein, Fiona hat sie nur betäubt. Mit dem Schlafmittel. Das war kein Schlafmittel. Sie hat alle getötet. Du hast in deinen Visionen eine Mörderin gesehen. Ich hab sie doch gerettet. Vor dem Arzt. Er wollte sie verbrennen. Hör auf damit. Öffne die Augen. Das Mädchen hat sie getötet. Sieh es endlich ein. Und sie hat auch den Arzt getötet. Wer weiß, ob er wirklich ein böser Mensch war. Vielleicht war er hier, um dem Mädchen zu helfen. Wegen dieser Geschichte ist der Kahn hier ganz bestimmt verflucht. Sie wollte doch nichts Böses. Wir müssen von hier weg. Das Schiff macht alle verrückt. Ja, da hast du recht. Ich werde auch schon ganz mischucke. Harry Celeste? Was hast du gesagt? Es steht auf dem Boot. Heißt so dieses Schiff? Das ist unmöglich. Die Mary Celeste ist spurlos verschwunden. Wovon redest du da? Sie war eine Brigantine. Es ist über 10 Jahre her, dass sie irgendwo im Atlantik spurlos verschwunden ist. Ich bin mit einigen alten Seefahrern unterwegs gewesen, die behaupteten, sie gesehen zu haben. Als Schatten im Nebel. Interessant. Aber wer sein Schiff wendete, um der Erscheinung zu folgen, fand sie nicht. Geisterschiff. Ja. Und wir haben sie gefunden. Wir haben es gefunden? Oder es hat uns gefunden. Und das ist die Besatzung. Und das ist die Besatzung? Bist du sicher? Schau sie dir an. Die sind alle seit vielen Jahren tot. Ein Schiff, das seit über 10 Jahren verschwunden ist? Ja. Und deine Geschichte von Fiona scheint zu stimmen, Anna. Die ganze Zeit wusste ich nicht, was ich von dir halten soll. Aber du scheinst in Ordnung zu sein. Wieso denkst du, dass Fionas Geschichte wahr ist? Wieso denkst du, dass Fionas Geschichte wahr ist? Es sind genauso viele Leichen da draußen, wie Fiona vergiftet hat. In der Kapitänskajüte liegt ja die Passagierliste. Nur der Doktor fehlt. Der wurde verbrannt. Und seine Asche hast du im Maschinenraum gefunden. Damit passt alles zusammen. Was du erzählt hast, ist wirklich passiert. Hier auf dem Mary Celeste. Daher ist eigentlich die wichtigste Frage zur Lösung dieses Rätsels. Wer bist du? Was? Woher weißt du, was mit Fiona geschehen ist? Das ist korrekt. Ich hatte diese Visionen. Langsam wird's mulmig. Ausgerechnet du. Alles scheint mit dir zusammenzuhängen.
Ich habe keine Geister gesehen. Und auch keine kleinen Mädchen. Weil... Wie viele Jahre sagtest du, ist das alles her? Bestimmt 12 oder 13 Jahre. Wieso? Wie alt war ich damals? Ich kann dir nicht ganz folgen. Ich muss etwa 7 oder 8 Jahre alt gewesen sein, als dieses Schiff verschwunden ist. Ich war ein Kind, ein kleines Mädchen. Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Oh, man guckt sich die Bilder an. Das Bild da hinten ist von uns, was wir mitgebracht haben. Oh, Schreck. Das war ich. Das war alles. Ich. Wovon redest du? Ich bin Fiona. Ich habe das alles getan. Ich bin schuld. Aber du heißt nicht Fiona, du heißt... Anna. So hat mich mein Ziehvater genannt, nachdem er mich adoptiert hatte. Er hat mir nur gesagt, dass ich ein Schiffsunglück überlebt hatte. Aber was davor war, daran konnte ich mich nie erinnern. Mhm. Bis jetzt. Interessant. Anna, wir müssen hier runter. Sofort. Sonst werden wir sterben. Korrekt. Ich kann mich an meine Familie erinnern. Anna. Es ist aber nicht sentimental werden hier. Das Haus in den Kolonien. Es hat gebrannt. Ich weiß, es ist jetzt schwer für dich. Aber an eine Sache kann ich mich nicht erinnern. Einen Bruder. Ich glaube nicht, dass ich einen Bruder hatte. Wer war die Stimme, die hinter der Wand zu mir gesprochen hat? Wer oder was war die Stimme? Lex. Lex. Was ist, Anna? Wir wissen jetzt, wer ich bin. Aber wissen wir auch, wer du bist? Ich habe keine Ahnung, von was du verdammt nochmal redest. Ich weiß, wovon du redest. Was? Was? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du da redest. Irgendetwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Mit dir stimmt etwas nicht. Deine Erinnerungen machen dir ganz schön zu schaffen. Du kennst meine Erinnerungen. Meine Gedanken. Was zur Hölle redest du da? Uns fliegt gleich das ganze Schiff um die Ohren. Du hast nie viel über dich erzählt. Wovon redest du jetzt wieder? Warst du damals schon hier? Warst du schon immer hier? Anna. Dreh ich durch? Mit verdammt nochmal, du machst mir Angst. Meine Eltern. Ich kann mich an sie erinnern, aber nicht an meinen Bruder. Und Fiona hat ihn nie gesehen. Nur seine Stimme gehört. Es gab ihn nicht. Er war nur in ihrem Kopf. Wir müssen hier weg. Die Zeit drängt. Lass mich nicht zurück. Das war das Schiff. Die Stimme war nicht die Stimme meines Bruders, sondern die des Schiffes. Anna, du bist wirklich verwirrt. Sieh dich um. Das Schiff brennt. Joa, gehen wir mal weg hier. Und alles, was zählt, ist, dass wir beide sofort durch die Tür dort gehen und das Schiff verlassen. Wir beide. Du und ich. Hör auf. Hör auf zu reden. Vertrau ihm. Bist nicht real. Ich weiß nicht, ob du real bist. Ich vertraue dir, aber ich scheine den Verstand zu verlieren. Ja, komm, scheiß drauf. Zack. Ich vertraue dir, aber ich scheine den Verstand zu verlieren. Das Ethanol. Es müssen die Dämpfe aus den Fässern sein, die das mit dir machen. Komm zur Vernunft, bevor uns das Schiff um die Ohren fliegt. Komm zur Vernunft. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann dir nicht helfen. Du musst mir helfen. Konzentriere dich und sei stark. Ich habe dir schon einmal den Weg gezeigt. Anna, hör mir zu. Das ist alles real. Du, ich, meine Schmerzen. Ich wünschte, wir würden uns das alles hier nur einbilden. Aber glaub mir, wir sind in großer Gefahr. Hilf mir endlich ins Boot. Wir müssen weg. Es muss auf dem Schiff enden. Ich gehe, du bleibst. Ich bleib dir, ich wende dich. Also, einmal, ich lass dich da. Zweites Mal, ich lass dich da. Drittes Mal, ich lass dich da. Viertes Mal, ich nehme dich mit. Fünftes Mal, aber ich kann dich zurücklassen. Ich bin unsicher, aber ich kann dich zurücklassen. Ja, nimm mal das. Ich bin unsicher.
Aber ich kann dich nicht zurücklassen. Endlich höre ich wieder ein vernünftiges Wort von dir. Also los. Oh, gut, gehen wir. Gehen wir. Gutes Kind. Da mal weg! Weg, 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 weg! Da geht sie unter, die Mary Celeste, die Brigantine, das Geisterschiff. Adieu, holde Dame. Und weg. Und es ist auch schon wieder Morgen. Guckt euch an, die ersten Sonnenstrahlen kommen raus. Schönes Wetter, ein bisschen bewölkt. Ein bisschen eine kleine Brise noch dazu, aber kein Regenwetter. Ist vorbei. Oh ja. Da haben wir das Spiel durchgespielt. Ja, dann sage ich doch mal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und es hat mich gefreut, dieses Adventure-Game der etwas düsteren Art zu spielen. Und sehen wir mal, was das nächste für uns so alles bereithält. Ich lasse es noch ein ganz bisschen laufen hier. Dann sehen wir ein bisschen, ja, Gehirnchirurg, Doktor, Psychologe, ausgezeichnet. Ah, da haben wir noch ein bisschen noch Informationen am Schluss. Ich denke mal, das ist ein bisschen interessant hier. Jawohl, Kind, das waren wir. Ja, muss sagen, die Informationen sind doch sehr, sehr, sehr dünn gesät, sag ich mal. Geisterschiff gesichtet. Die stolze Dame des Meeres. Und jetzt ist sie untergegangen. Gouverneur und Familie sterben den Flammentod. Verstörte Tochter in Trümmern gefunden. Oh. Sind wir doch ein bisschen gestört hier? Okay, da kommt jetzt das Erste. Ja, dann sag ich mal hier. Tschö mit Ö. Und wir sehen uns wieder.